Eigentlich war das, ne? Aber das ist so ein bisschen militanterer. Militanter? Ja, gut. Ja. Neues Rezept. Schau in dein Rezeptbuch. Nee, danke. So. Ich hab einen anderen Arbeitsauftrag. Von wem? Achso, von Minecraft. Ja, von dir. Muki. Das Let's Play wird übrigens mittlerweile aus der Sicht von Muki erzählt. Aber da du ja jetzt so schöne Katzen hast, ich muss mal gucken, ob ich hier zu einer Katze komme. Da müssen wir einen Dschungel finden. Dass wir einen Ocelot tamen können und dann müssen wir mit dem zurückreisen. Aber nicht, dass pass auf, dass du nicht geblitzt wirst. Dann bin ich auch eben schon im Dorf dreimal. Blitzt worden vom Eisengolem? Nein. Von diesen Schweinen da. War der Blitzer auch so fies aufgestellt wie letztens der auf der Autobahn, der vor dem Graffiti am Brückenpfeiler stand? Ja, am Wiesbadener Kreuz haben sie einen Blitzer für 3 Spuren vor dem Brückenpfeiler, also Richtung, also von Frankfurt kommen, ne, Richtung A3, ne? Ja. Auf der A66, daneben und vor dem Graffiti stand der Blitzer. So dass man ihn echt nicht gesehen hat vor lauter Graffiti. Nur weil wir uns eher ans Tempolimit gehalten haben, haben wir ihn gesehen. Ja, aber das war ja so komisch, ne? Weil ich dachte noch, seine Baustellen so von so einer Barke und auf einmal macht es so im Halbsekundentakt blitzt es plötzlich, ja? Wir sind da alle reingerauscht. Wenn sie alle zu schnell fahren. Ja. Kann ja am Darmstädter Kreuz auch passieren. Okay. Ja, das stimmt. Da geht das auch ganz gut. Darmstädter Kreuz ist auch legendär. Okay. Darmstädter Kreuz. Ist das Loop ja, oder was? Das Loop ist da gerade nicht, aber da ist ein Blitzer am Darmstädter Kreuz. Der ist ja fest installiert und blitzt auch alle Spuren und da sind viele Leute schon rein gefahren. Also in den Blitzerfalle, nicht in den Blitzer selbst. Da ist eine Leitplanke. Ja, da sind nicht ganz so viele reingefahren. Nee. So alle paar Jahre mal eine. Mhm. Wer kam eigentlich auf die Idee, die Geschichte aus Sicht eines Hundes zu erzählen? Geh aus dem Weg, du Muckelbuckel. Buckel. Ja, la la la. I love you, baby. Was? La la la. I love you, baby. Drin. Was denn? Den einen. Den einen? Ja. Wie den einen? Warum lassen? Ja, weil du jetzt wieder einen hinbauen musst. Bruchstein. Den Erdpöbel. Ach, den Erdpöbel. Ja. Bruchstein. Ja, ich fühle mich, als wäre ich im Baumarkt. Im Baumarkt? Durch die Kiste, wo Bruchstein reinkommt. Reicht das hier nicht sogar schon für unseren so alltäglichen Bedarf? Da kommt Bruchstein rein. Ich weiß es nicht. Also ich würde die Schwarzeichen auch tatsächlich eher nochmal so irgendwie hier so an den Rand pflanzen. Kannst du ja. Aber das sind, wenn wir jede Reihe, das wären jetzt 5, ne? Bäume. Das ist noch relativ dürftig. Dann machen wir lieber 6 Bäume. Dann machen wir die Reihen noch länger und dann können wir immer so reihenweise eine Reihe pflanzen wir dann. Ja. Gut. Ich bitte um Erde. Ach, das war unsichtbar. Ja, der alte Inventory Tweaks Bug. Plötzlich ist die Erde unsichtbar. Also nicht nur die Erde, sondern alles, was nachrutscht, kann gegebenenfalls unsichtbar werden. Es ist dann noch da im Slot, man sieht's nur nicht. Diesmal hatte ich aber ganz deutlich das Pop gehört, deshalb wusste ich, dass irgendwas passiert sein musste. Entschuldigung, ja. Ja. Ja, wie gefällt dir eigentlich aktuell das DP so? Das ist ganz lustig. Manchmal ein bisschen langatmig, aber jedenfalls so, wenn man irgendwas baut. Was ist lang? Das TP, habe ich gefragt. Ja. Du solltest nicht das Let's Play zerreißen. Ach so. Du Schmock. Ja, das TP, Ich hab's gehört. Was? Lauert jetzt unter diesem einsamen Baum einer drunter oder ist da. Oh. Da ist was. Ich hab irgendwas falsch gemacht. Da siehst du die neuen Effekte für Pfeile. So kann ich denn keine. Dann gehen wir mal gerade gucken. Da ist auch Kohle ein bisschen. Ach, was denn? Das ist eine Tiefgarageneinfahrt hier. Und man sieht ja. Okay, Baby-Zombie. Baby-Zombie? Oh. Nee, so süßen die nicht. Man sieht ja gar nichts mit Q da. Warum hat mir das keiner gesagt? Hä? Im Dunkeln. Kann mir mal einer kurz helfen? Ich stehe auf dem Schlauch. Oh. Wie mache ich Stickies?
bin gerade konzentriert. Ah, da kommt er! Hund, friss ihn! Brennt ja gar nicht. Nein, Babyzombies brennen auch nicht. Also. Hund, friss ihn doch endlich! Au, 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 au. Nee? Du bist ein Braver. So ein Guter. Oh, hast ihn gefressen, den Babyzombie. Hast ihn gefressen. Da hast du was. Da hat er was, ich Graubrot. Ich hoffe, dass ich Essen nicht miteinander werfe, sonst habe ich Magengrimmen. Gott, aber der Cuter ist brutal dunkel. Mit dem mache ich die nächste Höhle-Folge. Dann tue ich Angst und Wasser schwitzen. Vor allem Angst und Wasser. Angst und Wasser, der war gut, Angst, ja. Angst schwitzen ist immer gut. Ja, ja. Oha. Man sieht echt nicht, wo es hier zu Ende ist. Oh, hier ist es immer. Na Gott sei Dank, Mann. Gott sei Dank, Mann, gibt es eine Pantgun. Ja, Stickies, hast du es mal nachgelesen. Hat sich erledigt, jetzt. Ich habe es selber gefunden. Ich konnte mir helfen, ja, weil die Reaktionszeit des Herren hier war zu langsam. Wenn du von einem Baby-Zombie verfolgt wirst, dann reagierst du ja auch nicht mehr auf Anfragen hör, zu Schlöckis. Hör dir nachher mal die Aufnahme an. Ja, ja, wieso? Wie du gequakt hast. Gequakt? Ja. Vor Angst? Es kann sein. Ich hatte auch Angst. Der Würxel nicht. Nee, der ist tapfer. Er ist eingeschlafen, als ich hier Angst hatte. Das war eben zu langweilig. Da ist er eingeschlafen. Ich habe gerade Kohle gefunden. So, ich habe mir gerade mal eine neue Axt gemacht. Ja, die Eisenblöckchen kommen auch willkommen, weil wir haben relativ wenig Zeit zum Farmen, weil wir eben nicht offscreen bis dato spielen und dadurch wird halt alles im LP gemacht. Das ja auch sehr langatmig ist, wie du schon attestiert hast. Und auch totlangweilig nebenbei bemerkt. Ja, es ist halt viel Bauphase, ja. Ich meine, die meisten bauen halt statt sammeln. Ja, sammeln ist natürlich auch langweilig, deswegen macht es keiner. Ja, und Höhle gehen ist langweilig und außer überhaupt Minecraft ist langweilig und meine Moderation ist ebenfalls langweilig. Also eigentlich. Was führt ihr denn da für Grundsatzdiskussionen? Ja, wir überlegen das gerade. Und das heißt, so viele Langeweile ist dann auch wieder interessant, weil das sieht man nicht oft. Genau, alles auf einmal. Ja, ja. Boah, mach mal also, Platz da, ey. Die habe ich gesehen, die ist im Tageslicht. Wo ist der Hund? Weg. Ja, da oben. Ach, den habe ich Sitz gemacht, weil er, da gibt man dir einmal was zu fressen und schon sitzt er auf dem Breitärchelchen. Der hat dich doch beschützt vom Mini-Baby-Zombie. Ja, und danach hat er zur Belohnung was zu fressen gekriegt und hat sich erstmal auf den Poppes geblubbt. Ja, lass ihn doch. Wie der alte Hund der Nachbarin, die muss den immer in den Hinterläufen hochheben, damit der die paar Treppen bis in ins Parterre schafft. Das sind ja nur so 4-5 Stufen, ne? Und das ist, der ist so alt schon, und wenn die einen Spaziergang gemacht hat, der Hund steht dann da auf 4 zitternden Beinen, das ist herzergreifend. So süß. Ja. Und man hat irgendwie auch so Mitleid mit ihm, weil er schon so alt ist. Ich weiß nicht, wie alt er ist, das hat er mir nicht gesagt. Da spricht er wohl nicht gerne drüber. Der Hund? Aber, ja. Und die Nachbarin habe ich nicht gefragt. Aber er hat ganz schwach mit dem Schwanz gewedelt, während er an meinen Fingern geschnüffelt hat. Okay. Ja, ja. Die waren wohl wohlduftend. Obwohl ich nicht sicher bin, ob das aus Hundesicht ein Kompliment ist. Keine Details, bitte. Was soll das heißen? Ja, das... Meine Hände sind immer wohlgepflegt, das weißt du auch. Ew. Was? Nix. Oje gesagt. Ja, das habe ich gehört. Deshalb sage ich was? Ah ja. Ist ja schon. Ah ja. Salat? Im Kühlschrank? Nee, ich glaube nicht, dass Chili con Carne. Nee, das steht hier. Das muss noch weggepackt werden. Ach so, du sitzt da wahrscheinlich jetzt mit der Zunge im Chili und bist am Moderieren. Ja, genau. Das habe ich mir gedacht. Nein, ich bin immer noch schöne Bäume am Farmen. Es ist Bettzeit. Ich wusste doch, dich sind da wieder unsichtbar gewesen, mein Bruchsteinsteck. Also heute ist. Er ist was? Mein Bruchsteinsteck. Steck. Okay. Steck. Mein Bruchsteinsteck war unsichtbar. Ich kann noch nicht schlafen, aber in 5 Minuten, 4 Minuten, 3 Minuten, 2 Minuten, 1 Minute, 0 Minuten kann ich nicht schlafen. Ja, ich weiß, es ist ja okay. Ich schlafe ja auch auf dem Lattenrost und du auf dem Lattenrost. Das ist richtig. Schläfst du auf einem Lattenrost oder auf einem Lattenrost? Ich glaube auf einem Rost, aber da es aus Holz ist, weiß ich das nicht so genau. Interessanterweise grillt sie aber auf einem Grillrost und nicht auf einem Grillrost.
Okay. Naja. Der Kumpel ärgert mich immer. Manchmal, aber nicht oft. Und wenn, sehr liebevoll. Der Kumpel ist auch schon mal zu einer Tante gefahren und da gab es Rollläden zu essen. Nein, das war keine Tante, das war die Oma meines besten Freundes aus Jugendtagen. Ah, okay. Und das war sehr witzig. Wir spielten im Garten und die fuhren auf dem Hof und sie schaute hoch zum Fenster und rief: Wolfgang, die Rollladen sind angebrannt. Und ich sitze da so im Garten und gucke so hoch zu den Rollladen und denke so, was? Wie? Und dann habe ich rausbekommen, dass die Rollladen mit Soße essen. Ah, ja. Die kamen aus dem Bochumer Raum und sagten deshalb nicht Rouladen, sondern Rollladen zu den Rouladen. War süß. Vor allem dieses da, sie fuhr echt auf dem Hof und da kamen so Rauchwolken aus der Küche. Wolfgang, die Rouladen sind angebrannt. Unvergessen. Das war so mit 11. Ja, ich wollte gerade sagen, sowas vergisst man aber auch nicht. Nee, unforgettable, definitiv. Angebrannte Rouladen. Müssen wir mal den Herbert Grönemeyer fragen, ob er in Bochum angebrannte Rouladen gegessen hat. Bochum! Ach nee, ich krieg die mal nicht hin. Okay. Naja. Die Perle im Revier! Du bist wieder hier! Ich glaube, wir waren nie weg. Hab mich nur versteckt. Rieche den Dreck. Ja. Richtig. Atme tief ein. Ja. Bin ich mir sicher. Ja. Zu Hause zu sein. Über den Wolken muss die Freiheit wohl grenzenlos sein. Das war jetzt nicht Herbert Grönemeyer, ne? Nee. Über den Wolken. Ja. Naja. Naja. Da sage ich mal guten Nacht, Freunde. Es ist Zeit für mich zu gehen. Ja, genau. Ich habe noch letztens da in den Trailer reingeguckt, da von Mamma Mia Teil 2. Und die erste Szene, die ich gesehen habe, ist, wie Cher da die Treppe runterkommt und erstmal da Fernando grölt, ja. War auch interessant, aus Chers Mund ein ABBA-Lied zu hören. Ja. Wenn sie denn auch wirklich singt, was bei Cher ja vorstellbar ist, dann ist das ja. So. Das war sie auch, ja. Oh, ich habe hier vor kurzem Captain Spirit gespielt. Da gibt es auch wieder auf Spotify wieder auch eine Playlist für die Lieder aus dem Spiel. Ganz toll. Kein Wunder, dass wir überall Claims drauf haben, wenn sie da schon überall Playlists und so haben. Das ist dann wieder so Musik ausgewählt, die im... Was ist denn das für ein Loch? Was war denn das? Hallo? Er hat nur eine Erdspalte gefunden. Das ist unsere Urhöhle auf dem Weg zum Dorf. Ah ja. Die habe ich übernachtet. Du hast mir nicht erzählt, dass du einen Archäologieauftrag hast. Das war hier. Von hier aus haben wir das Dorf gefunden. Mhm. Kein Wunder bei dem Turm da. Ach nee, war ja noch damals gar nicht. Weißt du, du hast das Display, du kennst doch alle Folgen, ne? Das ist hier Würxel, guck. Das ist die Urhöhle, von da kamen wir vom Spawn damals. Cool, also mit Umweg irgendwie. Ich bin ja nicht so gerade lehnig, ich war ja auf der Suche. Jetzt hätte da so in dem Moment ein eigentlich Halleluja gefehlt. Ja, kann ich überlegen, aber wahrscheinlich werde ich es nicht tun. Hast du bis dahin eh vergessen? Nee, weil mir Zeit einfach fehlt. Ich muss die Videobearbeitung aktuell so ein bisschen kurz halten. Weil das TP aktuell einfach mal fertig werden soll, damit ich wieder genau sowas machen kann wie Videobearbeitung. Aber alles gleichzeitig, du wirst irgendwann Kiere. Vor allem, weil ich auch im Videobearbeitungsprogramm ständig versuche, mit Steuerung gerade mal reinzuzoomen, weil ich das bei allen Bildbearbeitungsprogrammen muss. Und im Videobearbeitungsprogramm musst du Steuerung nicht drücken und dann rast immer dein Bild so durch die Gegend. So, wir haben jetzt die archäologisch wertvolle Urhöhle haben wir zugekippt. Dann war der von Hermes bestimmt heute auch ein Raser, der mein Paket 4 Wochen zu früh gebracht hat. Was? Ja. Jetzt habe ich den Kontext nicht mehr. Nee, weil du hast von Rasen gesprochen. Ja, es ist aber krass. Ach so. Also, ja. Die Wiese. Die Wiese ist ja was anderes als ein Rasen. Aber Legalize Cannabis. Ah ja. Oder so. Wir bauen hier Cannabis an, wie du siehst. Vergiss nicht, die Bäume müssen auch umziehen. Was heißt das? Das heißt, ich habe hier so Reihen vorbereitet. Ja. Und da können die dann im Glied stehen. In Reihe und Glied. Also anpflanzen könnte ich dir aktuell Fichten. Ja, dann kannst du eine Reihe kannst du pflanzen. Habe ich jetzt schon wieder keine mehr oder ist jetzt unsichtbar wieder?
Ah, ist unsichtbar, okay. Ein bisschen irritierend, Inventory Speaks, vielen Dank. Regen haben wir auch immer nur an Aufnahmebeginn. Das ist sehr dubios. Heute nicht, aber die letzten Male habe ich manchmal Regen bei Aufnahmebeginn gehabt. Das habt ihr aber nie gesehen. Das eine Mal habe ich noch auf Romanus gewartet, glaube ich. Da hat es geregnet und dann kam er, macht den Regen aus. Ich so, nö, und dann mache ich mich bereit und ziehe so an und dann Regen weg. Böse kann nicht sein. Ich will Regen. So, Fichte. Puh, erst früher hat es ja immer geregnet in Minecraft, als wir noch nicht wussten, dass man den Regen ausschalten kann. Ja. Erinnert sich so bei den Chosen so Regen und Nacht. Wir wussten ja auch nicht, dass es Timeset gibt. Und heute hast du hier so ein Let's Play laufen, wo du nur zwar Timeset auf eine Startzeit morgens machst, weil du eben auch abends aufhörst, wenn du auf den Server kommst, ist ja dann die Zeit nicht mehr konstant. Aber nee. Stopp. Die Reihen sind so von vorne nach hinten, jede Baumart. Was? Wie? Jetzt das hier? Von vorne nach hinten. Ja, nicht im Glied, sondern in der Reihe. Ja, Kinder, ey, dann... Stell mal Schilder auf, ey. Ja, wir sind Schildbürger, ja. Ne? Wir stellen Schilder auf. Schilder. Genau, jetzt gliedest du richtig. Und jetzt brauche ich noch Fackeln. Ich habe aber noch Ich habe ganz viele. Ja, ich kann auch noch welche machen. Okay, die Reihe ist immer das immer Längere. Ich habe ja auch Kohle. Boah, jetzt habe ich. Das war nicht so viele Stickies, aber ich habe genug Fackeln erstmal. Ich setze nämlich jetzt. Ja, komm, Fackeln, ich gebe dir mal ein paar. Ja, schmeiß mir noch ein paar hin, aber nicht so viele. Bitte nur so 20 oder so. Reicht. Ja. Glaube ich. Ja, 5 reicht. Weil ich möchte ja halt auch Monstersicherheit in diesem Wald haben. Und außerdem wachsen die Bäume genau. Schneller, wenn man mehr Licht hier hat. Komm her, du weiße Blume, du bist ein Fachwerk. Ein Fachwerk? Eine Fachwerkwolle. Ein Fachwerk, eine Fachwerkwolle, ja. Ja. Das geht jetzt aber nur auf dem Block. Also machen wir es nur auf der Seite, okay? Weil, oder es geht ja doch. So, irgendwie nicht, das ist nicht nützlich. Beim nächsten Leben werde ich Landschaftsgärtnerin. Ach ja, das ist ja noch ein schönes Ziel. Eine ITlerin oder sonst was? Nein. Keine ITlerin und sonst irgendwas, so schön. Ach ja. Jetzt muss ich wieder gehen. Ich dachte immer, du wärst Wirtschaftspsychologin. Auch. Ich bin alles. Aber der Master ist... Was machst du denn da jetzt? Jetzt sind hier wieder Fackeln hingekommen, die mein Ordnungssinn ja, stören. Ja, Entschuldigung, ich hatte es gut gemeint. Ich werde nichts mehr tun, was... Ich werde kein extra produktives Verhalten mehr zeigen. Ja, ich monk hier gerade. Weil diese Baumfarmen sind etwas zwanghaft. Das muss man berücksichtigen. Aber auch nur bei dir, ne? Ich habe auch nicht gesagt, dass das ansteckend ist. Gott sei Dank. Hab ich nochmal Glück gehabt. Oder meinst du das ansteckend? Du kennst mich jetzt seit 20, über 21 Jahren kennst du mich, ist ansteckend. Also ich habe mich nicht angesteckt, aber... Das stimmt. Aber Würzel ist auch irgendwie nicht gefährdet, der so tiefenentspannt. Da kann die Welt nebendran untergehen. Der Würzel geht auf. Wo kommt der Baum hierher? War der schon immer da? Ja. Geronimo! Ab in den Mond und da hoch. So, jetzt tue ich mal die Schwarzeiche fehlen. Guck mal, die lässt hier Bett einfach stehen, die hat es gar nicht dabei. Da oben ist noch Holz drin. Da oben ist noch Holz drin. Ja, ich habe es auch noch nicht gefunden. Frau Lucretia Windtor, bitte. Ich muss noch mal gucken, ich weiß nicht, wo es ist. So, dann hier hin. Und findest du das jetzt interessanter, wenn wir mal so ein bisschen Holz abfällen? Wir haben ja erst letztens eine Folge gemacht. Ja, das habe ich gesehen. Ja. Nein, die hast du noch nicht gesehen. Die kommen noch. Die kommen. Du kannst ja gucken. Ja, gut, ich war ja schon dabei, dem Emerald seinen Wald zu lichten. Was ich, wenn ich da gesehen auch gerade ein bisschen falsch habe. Das habe ich noch nicht gesehen, nein. Ja, so einen hübschen. Ich habe ihm so einen hübschen Brazilian Cut gemacht. Ja. Ja, es ist halt, gehört auch dazu. Ne? Wir sind hier ja auch eine Anspielgruppe. Also. Kannst du mal irgendwie eine Brücke bauen zur Baumfarm, dass man nicht immer noch über das Wasser sich die Füße. Ja, da freuen sich die Zuschauer. Ich werde eine Brücke bauen, aber das schaffe ich nicht in der von dir veranschlagten Aufnahmezeit. Na gut. Kommt jetzt der Hund runter? Ja. Ich hole mir gerade den Hund runter. Wuff, sagt er da. Das hast du jetzt nicht gehört, weil du hast ja nur... Ich höre leider keine... TS. Ja. Er sitzt neben mir, aber mein Sound kann er nicht hören, weil sonst wird er wieder mit aufgenommen werden. Jetzt hoffen wir mal, dass genug Samen vom Himmel fallen. Ist das hier Akazie? Akazie will ich nicht. Oh, ich bin voll.
Ich bin voll der Alki. Guck dir das an, ich bin so voll. Dann guck mal, hier ist ein... Das war ein Hundehintern. So, die eine Reihe ist dann noch für Schwarzeichen, richtig? Ja, da sind die Samen kostbar. Ich stell mal mein Bett. Weil ich habe irgendwie so viele Birken geerntet, aber nur 4 Birkensitzlinge bekommen. Wo ist denn Luzis Bett hingekommen? Das ist jetzt doch mit gut. Du hast mich angeschissen, ich hätte mein Bett nicht abgebaut. Nein, ich habe ihn nicht angeschissen. Er hat mich lustig gemacht ein bisschen. Wir müssen ins Bett. Bin ich doch. Du freches Ding. Ach so. Ja. Da oben siehst du das leicht angewickingende Hauchtor. Auch angeheiterte Wikinger. Das angewickingende Hauchtor. Dann bringe ich die Restsetzlinge nach Hause, oder wie? Ja, genau. Aber wo haben wir noch Birkensetzlinge im Lager? Nee, aber wir bräuchten mal Birke irgendwie. Ja. Ich weiß noch nicht, haben wir überhaupt viel Birke? Nein, das Problem ist, ich habe nur... Guck mal im Lager nach Birke einfach. Vielleicht haben wir tatsächlich noch ein bisschen Birke im Lager. Aber weg, a little Glück geht das. Wie der Franco-Engländer sagt. Oder so. Ja, ich geh mal gucken. Ja, du nähst. Geh mal gucken. Ja, sie hat gesagt, ich geh mal gucken. Ja. Sie näht. Das ist eine Schneiderin augenscheinlich. Oh. Lucrezia Schneiderin. Und Würxel ist eine Schweigerin. Bappelwasser getrunken heute, oder was? Nee, wenn kein anderer redet, muss ich das alleine machen. Und dann steht wieder in den Kommentaren, warum redest du so? Ja, stimmt, hat's letztens eine beschwert. Weil sonst keiner redet. Ja, auch. Aber nee, es war eigentlich eine Einzelmoderation. Ja, dann kam so drunter, du redest so viel. Warum redest du? Nee, da stand, warum redest du so viel? Nicht du redest so viel, sondern die Frage, warum redest du so viel? Wenn du alleine ein Video moderierst, was sollst du tun? Nicht moderieren anscheinend. Augenscheinlich. Also vor allem, wenn einer in einem Video schweigt, das kenne ich von früher noch, du redest viel zu wenig, du hast viel zu viele Gesprächspausen da drin. Hieß es dann immer, ne? Früher, kann ich mich noch gut dran erinnern. Mhm. Und jetzt steht unter dem, das ist verrückt. It is not correct in this way. I don't like this. I don't like this very much. Guck mal, this is the old stair. Wir haben keine Birkensetzlinge. No birch saplings. Okay. I'm not amazed. And I'm not amused. Blöd. Call me Queen Elizabeth. Ja. Ja, okay. I like it, aha. Was wollte ich hier machen? Ach, eine Axt, ne? Keine Ahnung. It seemed so, ich hatte keine Axt mehr. Aber ich kann nur eine machen, weil ich bin full of shit. Ich bin sowieso, das trifft irgendwie ganz gut, die Beschreibung ist gar nicht so übel. Was ist mit dem Mann, Mama? Der ist full of shit. Mm. Nur Scheiße im Kopf. Ja. Gibst du das Liebste doch. Das ist wahre Begeisterung, ne? Ja. Selten war ich mir ihre Liebe sicherer als in diesem Moment.